Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei SteamWorld Dig 2. Wir müssen immer noch hier ganz nach unten. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Und zwar müssen wir zu diesem blauen X hier drüben. Und blöderweise kommen wir nicht von hier aus. Ja, wäre auch zu einfach. Ja, irgendwie so hier rüber geht anscheinend nicht. Der nächste Punkt wäre der. Wobei, der ist schon noch weit hier runter. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt einfach trotzdem mal dahin. Hilft nix. Hier tropft's überall. Jetzt schauen wir einfach mal. So, das nehmen wir mit. Da unten ist Lava, da wollen wir vielleicht dann nicht unbedingt hin. Ja, das ist auch gut. Ja, okay, also die Lava ist für die Bienen auch unangenehm. Aber das nehmen wir hier natürlich alles mit. Das können wir auch mitnehmen. So, komm, und da bohre ich mich hier durch und hol mir Wasser. Wasser ist immer gut. Dann gehen wir hier eins nach unten vielleicht. Und hier drüben sind noch mehr Ressourcen. Bumm. Au. Geh weg. So, das nehmen wir uns. Da tropft's wie wild. Nein. Au. Das will ich auch mitnehmen. Ja, ich werde auch versuchen, dieses Mal vielleicht nicht ganz so oft zu sterben. Ja, und vielleicht dann echt eher mal zurückzugehen oder so und so ein bisschen die Sachen abgeben. Weil wir verlieren so viel Zeug, das macht keinen Spaß. So. Bumm. Wir gehen hier, gehen wir nach unten. Komm, wir gehen jetzt mal nach unten. Ich will jetzt ein bisschen hier weiterkommen. Auch wenn hier natürlich noch überall Zeug liegt. Aber, ah, da ist Wasser. Das ist gut. Dann gehen wir hier gleich runter. Saugen das schön auf. Ach, ihr blöden Viecher, geht weg. So, bisschen Wasser noch. So, jetzt schauen wir mal. Sind wir, oh ja, wir kommen der Sache auf jeden Fall näher. Das ist gut. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ah, und da kommen wir richtig zu Gängen hier. Dann, okay, du noch. Und weg. Bumm. Wollen wir hier nach unten oder wollen wir hier doch irgendwie... Wobei, das werden wir wieder nicht schaffen, ne? Da gehen wir wieder... Ach, da unten ist eine, da ist eine... Da, da ist eine Höhle. Und Wasser. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, solange wir so viele Herzen haben, gehen wir da gleich mal rein. Oh Gott, Licht. Okay. Ja, bis jetzt geht's. So, schauen wir mal. So, zack. Oh Gott, ja. Ja, easy. So, und hier springen wir nach oben. Ach, geht nicht. Aber klar. Ja, das ist auch okay. Geht's da drüben irgendwo weiter? Ah, ne, da kommen wir gar nicht hoch. Okay, dann gehen wir hier weiter. Ja, natürlich gehen wir hier weiter. Sehr gut. Und hier ist auch irgendwas. Da kommen wir aber so nicht ran. Da kommen wir vielleicht nur von oben ran. Und man schaut, ah, oh Gott, was soll denn das? Ah, oh, ne, das ist unangenehm. Sowas mag ich nicht, nein. So, oh ja, hier, hier ist besser. Boah, wenn man so unkontrolliert, wenn man gar nicht so, oh, ich mache mal eine Pause. Nein, geht nicht, ja, man wird hier, oh Gott, und jetzt wird es auch noch richtig unangenehm. Ja, aber läuft. Okay, sehr gut. Okay, gut, da muss ich einfach nur laufen. Oh. Hm. Ja, was? Ach komm. Eigentlich kann ja nicht viel, oder? Außer es kommt so eine Stelle, wo man dann... Oh Gott.
Ich habe sogar irgendwas eingesammelt. Das war Licht, glaube ich. Und ein Zahnrädchen. Ja, das nehmen wir mit. Sehr schön. So, ja, nee, hoch will ich nicht mehr. Hoch will ich nicht mehr. Aber das war's doch noch nicht, oder? Nee, das kann es ja noch gar nicht geben. Moment, hier drüben vielleicht noch irgendwo was draufhauen? Nee, ach Mist, da ist bestimmt oben noch was. Oder? Das war's noch nicht. Oben hatten wir ja noch gesehen, dass da, ja, das ist kein Haken dran. Naja, gehen wir nochmal kurz rein. Jetzt wissen wir ja so in etwa, wie das hier abläuft. Ja, und sehr gut. Da unten geht auch nichts. Hm, bum, 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 bum. Genau da nämlich. Aber wo kommt man da? Ah, ich mag das nicht. So, hier drüber. Ja, jetzt ist hier wieder diese fiese Stelle. Aber wir müssen irgendwie hier oben, glaube ich, lang oder so. Ich sehe es allerdings auch gerade nicht, wo wir da lang können. Ah, es ist hier vielleicht am Rand irgendwo, hier so ganz rechts drüben. Aber da kommen wir nicht wirklich hin, ne? Man kann eigentlich ja nur hier nach unten. Dann muss ich hier noch... Ah, ich weiß es nicht. Ich schaue mir das jetzt nochmal an. Wenn ich es nicht finde, dann lassen wir das halt. Dann muss ich mir das erstmal anschauen. Bringt ja alles sonst nichts hier. So. Aber ich sehe hier immer noch kein Dings irgendwie am Rand. Na. Das kann man nicht kaputt machen. Da unten geht auch nichts. Das können wir so kaputt machen. Okay. Dann würde ich sagen, das holen wir uns dann. Also irgendwas ist da ja noch versteckt. Das holen wir uns dann halt beim nächsten Mal. Jetzt will ich erstmal hier weiter. Wobei eigentlich will ich da nicht weiter, wenn ich mir das so anschaue. Aber dann vielleicht tatsächlich so, oder? Dann kann man hier besser... Oh, ja, war klar. In dem Moment, wo ich... So, aber wir haben noch 4 Herzen. Alles gut. So, und da müssen wir uns nur ein bisschen beeilen, befürchte ich. Ja. Okay. Irgendwie komme ich wieder weiter nach oben. Weiß ich gar nicht, ob ich das will. Da ist ja bestimmt auch noch irgendwas versteckt. Nein, nein! Ah, bleib da, bleib da. Ja, wobei, das können wir auf jeden Fall mal hier kaputt machen. So, ja, ist gut, genau. Aber dann ist es zumindest mal hier dieses Lava-Dingens weg. Hat was. Und das machen wir auch weg, komm. Muss man nur ein bisschen besser timen, genau. So, das nochmal weg. Ah, okay, klasse. Ja, das ist super. Da kommen wir so nicht ran. Aber so kommen wir ran. Und macht doch bestimmt plopp, oder? Das fällt doch bestimmt... Ah, nicht mal. Sehr gut. Ich brauche Licht. Ah, Mist, ich brauche Licht. Ja, ja, wird auch schon wieder dunkel. Wird auch schon wieder dunkel. Aber ich... Ah, wir kommen der Sache auf jeden Fall näher. Wir kommen der Sache näher. Ah, und eine Röhre. Ah, ausgezeichnet. Ja, das finde ich super. Dann gehen wir nämlich hier nochmal kurz hoch. Mensch, seit langem mal wieder nicht gestorben. Wir können hier echt alles abgeben. Finde ich gut. So. Blub, blub. Ja, aber nur 2 verschiedene, aber 102, ja, komm einfach vorbei. So, jetzt haben wir schon wieder fast 300. Da geht was, die Gremlin-Tasche. Wobei, brauchen wir gerade eigentlich gar nicht, ne? Die war jetzt auch nur halb voll oder so. Ja, eigentlich sind wir wegen Licht hoch.
Ja, vielleicht eine bessere Lampe. Wobei, wir können ja eigentlich so viele coole Sachen jetzt hier kaufen. Bessere Rüstung. Verbessert die Panzerung, um deine Lebenspunkte zu erhöhen. Komm, das machen wir. Lebenspunkte ist immer gut. Das ist immer gut. Und dann schauen wir auch gleich mal bei den Rädchen. Da haben wir 2. 2 ist natürlich jetzt nicht so cool. Was ich dir von 30. Oh, so erstes Projektil. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn wir jetzt einen Punkt irgendwo hier abzwacken können. Das sind 3 Regenbogenkugeln. Das ist sowieso für irgendwie Quatsch. Komm, dann machen wir das lieber so. Und das erste Projektil, was uns trifft, trifft uns dann halt nicht. Ja, finde ich ja ganz gut. So, dann schauen wir hier nochmal kurz ein bisschen weiter. Da geht es wieder eher nach oben. Aber da schauen wir jetzt trotzdem mal, wo es da lang geht. Ja, da ist nicht so cool. Das ist wieder die falsche Seite. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ne, kommen wir nicht. Ne, okay. Gut, ja, also irgendwas müssen wir uns mit diesen Typen überlegen. Das hilft nichts. Die stehen jetzt irgendwie an jeder Ecke. Ja, hier geht es soweit ganz schön runter. Oh, das ist nicht so cool. Aber wobei, das kriegen wir. Und das auch, glaube ich, noch, ne? Ein Fass? Okay. Wollen wir hier noch rein? Komm, das schauen wir uns noch an. Die Höhle. Die Düsterhöhle. Die Düsterhöhle. Schauen wir mal. Okay, ja. Ja, easy. Okay, wird schwerer. Au! Hier, das ist das erste Mal gesehen. Das Ding hat erstmal ist abgeprallt. Und jetzt lädt die sich oben langsam auf. Okay. So, dann müssen wir hier einfach schnell durch. Okay, ja, war doch vielleicht nicht ganz so easy. Wobei eigentlich schon. Ja, das hätte man schon auch schaffen können. Ohne da irgendwo hängen zu bleiben. Ja, toll. Das ist ja prickelnd. Kann ich hier irgendwie hoch? Nee. Hä? Okay, was soll das? Oh Gott! Was ist jetzt? Oh Gott, ich glaube, ich will darüber. Au! Aber wirklich nur Projektile, also nicht alles. Okay, so kann man die... man muss die irgendwie anzünden und dann laufen die los. Sehr gut. Na, Klappe auf. Okay, erstmal hier nur einen. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich auf die andere Seite auch noch rüber. Wir nehmen Licht mit. Licht ist immer gut. Wer bist denn du? Was ist jetzt? Oh mein Gott. Hier, Teleport-Quatsch. Was soll denn das? Ja, komm, dann mach du mal da oben. Boah, das finde ich nicht so gut. Okay. Aber wie soll ich jetzt da... Oh Gott, ja, den hasse ich jetzt schon. Den hasse ich jetzt schon. Aber im Nahkampf ist er natürlich schon ein bisschen eine Mimi. Ja, da geht natürlich nichts. Das finde ich gut. Ja, sehr gut. Dann haben wir hier schon zweite Klappe. Wobei, können wir jetzt... das geht natürlich nicht. Aber wie soll ich das dann machen? Kann ich da noch weiter vornehmen, ne? War ich schon ganz vorne. Weil irgendwie so hier, während man da hängt, kann man ja nicht... Geht ja nicht. Na gut, also wir gehen mal da hoch, würde ich sagen. Vielleicht gibt es ja da irgendwie einen neuen Skill. Irgendwie schlagen und klettern gleichzeitig. Ja, es gibt auf jeden Fall ein Herz. Finde ich erstmal gut, heißt aber meistens, jetzt wird es gleich sauschwer. Wobei, bis... wieder so ein Typ. Wenn es nur einer wäre, genau. Das ist ja schön. Hier, die Kumpels. So, hier durch. Hm.
Ah, Moment, oder können die... Können die vielleicht hier... Ach, das ist ja auch ein Feuerdings. Dann geht es jetzt bestimmt. Ja, sehr gut. Sehr gut, ich will hier hoch. Ja, lauf du da mal schön rüber. Und jetzt... Oh, was hier? Okay. Oh mein Gott, ich dachte jetzt echt, der bleibt unten drunter stehen, so ungefähr. Haha, komm du nur. Sehr gut, also okay, also das heißt, die brauchen anscheinend... Die laufen nur ein Stück, ja, und dann muss man... Brauchen sie wieder Feuer, ja. Gut zu wissen. Feuer haben wir ja eigentlich genug und Lava und Zeug. Das kam jetzt auch verdächtig einfach vor, aber hier ist eigentlich sonst nichts mehr. Ja, dann mach halt hier nochmal. Genau. So. Fällt er dann auch runter? Ja, das finde ich gut. Ja, das finde ich nicht gut. Ja, sehr gut hier, Kumpels. Die helfen mir. Das finde ich gut. Ja, selber schuld. Hat er sich eigentlich selber disqualifiziert. Ja, jetzt sind wir hier schon durch. Ich befürchte allerdings, wir haben wieder irgendwas übersehen. Da bin ich ja auch fast sicher, weil wir haben noch überhaupt keinen Geheimgang entdeckt. Da ist doch bestimmt noch irgendwo einer. Waren wir hier unten? Ja, hier waren wir auch schon. Ach so, ja, das war das, ja, das war das, wo wir da nicht rüberschießen konnten, wahrscheinlich, ne? Gehen wir hier langsam runter. Moment. Will man da lang? Will man da... Ah, nee, da will man nicht lang. Da waren wir schon. Hm. Ja, aber das jetzt schon... Ach, komm, nein. Ich will es da oben auch. Das war doch hier irgendwo, oder? Ach, ja, mal. Doch hier irgendwo. Irgendwo. Ach Mann, jetzt finde ich es nicht mehr. Aber irgendwas war da noch und ich habe es übersehen. Ja, ach ne, hier war es ja genau. Hier war es ja auch. Ach, hätte ich da vielleicht den Typen gebracht? Ah, ne, kommt, das probieren wir jetzt nochmal. Wenn ich hier rausgehe, ist ja hier noch kein grüner Haken dran. Jetzt gehen wir mal direkt hier rüber. Ich lasse den mal irgendwie leben. Oder der war doch hier irgendwo, oder? Das ist ja vielleicht da oben was hin teleportiert. Das fände ich ja wieder gut. Ja, ich weiß, aber es muss halt hier oben eigentlich. So. So, diesen einen. So, und jetzt mach hier vielleicht, genau. Hä? Ja, ausgezeichnet. Was, eine Aufgabenliste, das Coolste der Verdammten. Okay, Aufgabenliste, die ist super. Aber wir haben, das ist ein neues Artefakt. Ist ja auch nicht verkehrt. Und wir haben einen grünen Haken, ja, ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, genau an der Stelle hören wir auch auf für heute. Weil viel besser wird es heute, glaube ich, nicht mehr. Wir haben hier das Rätsel hier noch gelöst. Ja, das finde ich gut. Wir sind ein Stückchen weiter nach unten gekommen. Allerdings müssen wir noch ein bisschen, ja, also, keine Ahnung, ob wir das in der nächsten Folge dann schon schaffen. Allerdings sieht es ganz gut aus. Hier geht es jetzt gerade wieder weiter nach unten. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Und, ja, allzu viel Zeug haben wir jetzt nicht, aber ich, während ich mich von euch verabschiede, würde ich sagen, gehe ich hier schon nochmal gleich wieder nach oben, liefere meine Sachen ab. Wobei, ah, wir können ja noch, das können wir natürlich noch kurz machen. Artefakt haben wir, ja? Vielleicht, ja, sehr gut, ich habe hier 13, bla 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 bla. Ach komm, nee, das war's. Ah, Moment, jetzt hätte ich das auch vielleicht vorlesen sollen, ne? Nun, offensichtlich hatte er eine entsetzliche Version, die Vision, die vom Ende der Welt kündete.
Er hat sich im Tempel verkrochen und verbarrikadiert und hat sich mit allen möglichen Warnbots umgeben. Ich kann nur vermuten, welch wundervollen Artefakte, grünes Artefakt, sich in diesen Ruinen befinden mögen. Ja, geh halt selber mal hin vielleicht, Kamerad. Ja, der wollte, ja, ich weiß, es überspringen. Okay, also wir haben noch nicht genug. Ja, wir haben nicht genug, wir kriegen nicht genug. Das geben wir noch ab. Ja, an der Stelle, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge, wie gesagt, geht's weiter nach unten, damit wir endlich unsere Aufgabe hier, ich glaube, die war die noch vom Bürgermeister? Weiß gar nicht. Endlich erfüllen. Ja, ich bin auch gespannt, was da unten gibt. Und ja, irgendwas Neues kaufen, glaube ich, können wir nicht. Wir haben ein Zahnrädchen. Wobei, das können wir natürlich jetzt hier einfach vielleicht kurz wieder einfach hier in unser Regenbogenquatsch da investieren. Wer weiß, für was es gut ist. Also macht's gut, bis dann und Servus!